Hallöchen und herzliche Willkommen. Es ist mal wieder Zeit für eine Rätselrunde und bevor ich hier mal mit irgendwas anfange, würde ich wohl erstmal erklären, was zum Schimpfwort das eigentlich gestern gewesen ist, was ich da für komische Sachen gemacht habe. Ich habe ja schon in der Folge davor erzählt, ich bin eigentlich nochmal auf Tour gewesen. Ja, möchte mich erstmal bei Mr. und Mrs. Kira bedanken für die wunderschöne ja, Unterkunft, Verpflegung und so weiter und für das Spaßprogramm. War sehr lustig. Ich möchte mich natürlich auch bei allen anderen, die dabei waren, bedanken. Wie gesagt, ist eine kleine Runde gewesen, aber war auf jeden Fall eine schöne kleine Runde mit sehr viel Spielspaß und ja, sowas halt. Und jedenfalls, das, was wir da gestern gemacht haben, das war, als ich meine Aufnahme machen wollte, da waren wir gerade noch so mehr oder weniger beim Just Dance spielen. Und ich wusste, wenn ich jetzt einfach darüber spreche und man vielleicht dann das auch noch hört, was die da spielen, dann kriege ich definitiv irgendwelche Copyright Strikes. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir doch einfach mal eine Stummfolge draus und lassen es einfach so stehen, wie es da ist, mit den tanzenden Leuten im Hintergrund. Also ich fand das herrlich, dass ich Background-Tänzer bei einer Kreuzworträtselrunde hatte. Ja, jedenfalls, das ist die Erklärung dazu und ich würde mal sagen, warte mal, so. Wir machen mal das Rätselchen hier. Wappentier, ein Wappentier, ja, das könnte alles Mögliche sein. Scheinmedikament ist das Placebo. Und natürlich, ja. Ich würde gerne mal schnell gucken. Placebo. Placebo wird immer mit C geschrieben. Tut mir leid, ich dachte, im Deutschen hat das vielleicht ein Z drin. Ist aber nicht so. Das ist schön zu wissen. Rankengewächs. Rebe ist es nicht, nein. Ein Bindewort, oh Gott. Gucken wir mal, was wir sonst noch so haben für Worte. Entgegnen, antworten. Nee, passt nicht. Englisch Männer ist aber schon mal das. Erkelenz, gucken wir mal. Die Tankstelle ist natürlich die Tanke, ja. Dann ist das wahrscheinlich Erkelenz, ER, also erwidern ist das hier dann wahrscheinlich. Erwiderlich. Jetzt trage ich da wirklich noch ein N ein. Na super. Organische Leuchtdiode ist das und ein Bindewort ist und. Bedenken. Zweifel. Jo, läuft. Fruchtform ist die Beere. Ja. Risa wird dann das sein. Dann haben wir hier das Credo und dann war das Efeu. Okay, Wortteil Erd, das ist, Geo. Kissenhülle ist der Bezug. Das Wort kann auch für andere Sachen stehen, natürlich. Behörde des Bundes, BAA, BKA, das Bundeskriminalamt. Ich hätte jetzt auch gedacht, die Bundesagentur für Arbeit, aber nö, wenn die das BKA haben wollen, wieder mal, wenn denen sonst nichts mehr einfällt. Mittels, Sper, Überwurf. Ja. Ein Filmabschnitt ist eine Szene. Und das ist... Leute, aber eine Szene wird normalerweise mit Z geschrieben, oder? Also ich google das gern nochmal, aber... Ja, Szene. Wunderschön. Also, dass sie das mit C schreiben, also wirklich... Da bin ich, nee, da lasse ich heute mal nicht mit mir diskutieren. Es ist einfach nicht richtig. So, Schiffseigner ist dann wieder der Reeder wahrscheinlich, ja. Nee, aber, also, Szene mit C, nee, da bin ich ausnahmsweise mal wirklich heute raus. Nee, niemals. So, das könnte hier Peru sein. Jo, ist es auch. Ein Überwurf ist ein Cape. Frauenname Lisa. Ist es aber nicht. Das ist ja gar nichts davon. Elsa. Nee, Else. Vielleicht. Und das ist es auch nicht. Wett? Ilse. Unrund laufen. Eiern ist das wieder mal.
So, führende Stimme beim Jazz ist Lead. Und auch in vielen anderen Musikrichtungen ist das tatsächlich so. Ja, als möchte gern Musiker, muss ich mich da ja auskennen. So, gucken wir mal, Bezahlung ist Lohn. Aber ist es nicht? Oder dann wieder die Gage. Wobei ich sagen würde, Lohn ist noch eher ein allgemeinerer Begriff als Gage. Aber das bringt mir nichts in diesem Zusammenhang. Kirchengalerie ist ein Mausoleum. Nein, das war's nicht. Ich komme noch drauf. Fehl. Fehl. Yachthafen. Was ist denn ein Yachthafen nochmal? Ich mache erstmal das. Schützling. Ja. Fluss. Nebenfluss der Maas. Maas. Ah, ja. Fluss in Bayern? Bösewicht. Bösewicht mache ich doch erstmal. Ein Bösewicht ist ein eigentlich auch Gegner, aber nee, ein geböslichter Bube. Wappentier ist auf jeden Fall hier erstmal ein Löwe. Kartenspiel ist Rommé. Süddeutscher Obstwein. Machen wir noch nicht. Marokkanische Stadt wird nicht besser. Museum in New York. Ja. Gerümpel, Kram. So, dann. Fehl, Makel. Jo. Hier, der süddeutsche Obstwein ist definitiv der Rost. Nein. Hans. Oh Gott. Hen? Han? Nee, bestimmt nichts davon. Fluss in Bayern. Ems oder Enns? Enns war's. Ha. Nee, hier, Nebenfluss der Maas ist die Ader. So ähnlich wie Oder. Nein, ist es natürlich nicht. Der Ganove ist der Bösewicht. Okay, damit kommen wir doch schon mal. Tatra. Nein, das ist es definitiv nicht. Der Schützling. Och Gott, was, wenn ich einen Schützling habe, was habe ich denn dann? Einen Lehrling? Nein, ich habe einen Luke Triton. Ich habe einen. Nee, das auch nicht. Jemand, den ich beschützen muss. Gibt es noch irgendein anderes Wort, was ich definitiv weiß? Was könnte denn der Obstwein sein? Ach, ich. Vor allem Obstwein. Es ist ein Wein. Es ist nicht irgendwie so ein. So ein kurzer oder sowas. Das ist ein. Ach Gott. Hier bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also es läuft für mich gerade schief. Genau. Gucken wir mal, was wir hier für einen haben. Hen ist nicht. N? Nee, Quatsch. Geht ja eh nicht mehr. Machen wir mal AA. EE. Okay, nö. Ern ist es nicht. N. Hans N. Hatten wir den nicht schon mal? Okay, was haben wir hier? Prothese ist kein Schützling. Passt aber super rein. Ich gebe es einfach mal ein, um zu gucken, ob das R wenigstens stimmt. Nee, also ich glaube, es hat was mit Protege. Ah, also ich vermute mal, es hat mit dem tatsächlich mit dem Wort Protect irgendwie zu tun. Ada ist es wirklich nicht. Aga, Ala,
Ara, nee, das Ana, Ama, Amer. Ja, genau das. Maraca? Nein. Marina. Marina, natürlich, ja. Okay, der Zen ist nicht der Sohn, aber der Den, nee, der Den war was anderes. Ben, Ben war das. Okay, das ist es bestimmt nicht. Okay. Gucken wir mal, ob wir durch irgendwelche anderen, also durch das Eintragen von von Konsonanten. Okay. Empore war das. Och Mann. Manchmal braucht man da ein wenig. Die marokkanische Stadt. Red. Nein, das ist es nicht. Most? Echt jetzt? Most ist in meiner Welt tatsächlich eigentlich nur ein anderes Wort für Saft, aber muss man. Jo. MoMA, das MoMA, das Morgenmagazin, daran denke ich jetzt eigentlich nur. NES, MES, BES, FES. Okay, wir haben anscheinend mit ganz schön viel Raten mal wieder, leider. Haben wir es geschafft, zumindest das Rätsel durchzukriegen. Dann gehen wir doch mal ins Lösungswort-Rätsel und ich hoffe wirklich, das läuft besser. Ab dem. AD? Nee. Einfach nur ab. Hätte ich jetzt gesagt. Rippchen. Spirips. Nein, nein. Gigant ist natürlich klar. Da haben wir hier also ein E. Und weil unser Planet ja auch Mars ist, deswegen kommt da ein E rein. Chemischer Grundstoff. Ja. Wasserstoff, Sauerstoff, aber die meinen bestimmt was ganz anderes. Blutgefäß ist eine Ader oder eine Vene oder sowas. Zeitmessgerät ist natürlich die Stoppuhr. Wäre möglich, aber das klappt ja dann gar nicht, wenn es eine Stoppuhr wäre. Also ich glaube irgendwas mit Uhr am Ende oder so. Verhältniswort. Was? Das ist eine wirklich sehr interessante. Also was ist das denn bitte? Okay, ich habe auf jeden Fall erstmal ein anderes Wort gelöst, aber wie kann man denn sowas da reinschreiben? Hey, das könnten Kinder sehen. Und ich habe hier gerade, ich habe jetzt wirklich vorhin extra die Aufnahme neu angefangen, weil ich ein Schimpfwort statt Schimpfwort gesagt habe, in dem Satz, in dem ich Schimpfwort gesagt habe. Und das kann auch wohl nicht wahr sein, dass jetzt am Ende hier ein Schimpfwort drin vorkommt. Dann ist diese Folge doch nicht für Kinder geeignet. Muss ich das jetzt raus piepen? Oder, also, nee, das gibt's doch nicht. Also, erstens die Sache mit der Szene, da mache ich jetzt eine Szene deswegen. Und jetzt dann auch noch, dass die da einfach so ein Schimpfwort mit reinbringen. Also, ne. Englischer Adelstitel ist ja auch schön. Das ist ja der, ja. Ah, okay, ich hab's. Genau. Dann ist das hier ein I, das ist ein E gewesen. Das ist auch ein E. Damit weiß ich noch nicht so richtig, was ich damit machen soll, aber. Rückball beim Tennis. Ist natürlich der Rebound. Nein, ist es nicht. Aber hier kommt auf jeden Fall ein R hin. Was haben wir noch? Landwirt ist der Bauer. Aha. Okay.
Return war das. Ah, Return. Dann ist das hier ein R und dann wird das hier AUR wahrscheinlich sein. Das wäre dann Auer. Und ja, hier haben wir das Tandem drin. Das ist ja alles kein Problem. Also R. Hier ist ein E. Da war ein E. Das ist fair. Fair. Ja, was ist fair? Knapp ist auch rar. Und das hier ist mar. Reimt sich auf rar. Mar und rar. So, südamerikanischer Staat. Könnte wieder Peru sein. Ganz klar. Und dann wird hier wirklich die Uhr hinten dran kommen. Was für ein Wort kommt vor Uhr? Also hier Turbo ist ja auch das. Das passt dazu super. Ich weiß auch nicht, was die jetzt hier für einen Dönerstag meinen, aber ja. Warte mal. Längs gerippter Stoff. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie von diesem Donnerstag gehört, aber könnte es sein, dass die einfach bloß da aus diesem ganzen, diesem schimpfwortlangen, dieser schimpfwortlangen Phrase einfach nur eine Kurzform gemacht haben und das Schlado genannt haben? Also es würde zumindest passen, ne? Länge her, was da einzutragen ist. Ich würde es mal eingeben, ich will das mal wissen. Bam. Wow. Wow, einfach nur wow. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Okay, jetzt haben wir also den Schlado. Bruder von Zeus, klingt so ein bisschen nach Hades. Dann, so. Hier haben wir die CSSR und dann ist das Hades und dann ist das hier nämlich ein E. Und was haben wir denn schon alles von unserem Lösungswort mittlerweile? Wir haben ein I, wir haben ein E, wir haben haufenweise Es, muss ich mal sagen. Wir haben ein R. Okay, Rei. Rei am Ende und dann haben wir hier außerdem bei der 5 ja auch noch ein E. E-Rei. Okay. Die 4 war, ja, Leiharbeitskraft, L-A-K, Leiharbeiter, was war denn das noch so? Machen wir mal hier, Unke, dann ist das hier Kerei, okay. Dann, wo war die 3? Das war hier, Fair. Ja, gute Frage. Was ist hier fair? Also das ist Ra, das ist der chemische Grundstoff, den ich immer noch nicht weiß. Was könnte denn das sein? Also hier kommt ein M rein, hier kommt ein T rein. Das trage ich jetzt einfach mal ein. Chemischer Grundstoff. Element. Natürlich. Okay, dann haben wir hier ein L. Leckerei? Es könnte Leckerei sein. Dann machen wir das mal. Geben wir das mal ein. Loggen wir das mal so ein. Ja. So. Und ehe ich es noch vergesse, ich würde euch wirklich gerne mal jetzt an dieser Stelle ein frohes neues Jahr, ein schönes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich hoffe, euch sind nicht irgendwelche, also ich hoffe mal, die meisten haben sich ans, auch die meisten in eurer Nachbarschaft haben sich ans Böllerverbot gehalten und bei euch ist niemand zu Schaden gekommen. Ist immer meiner Meinung nach schwer verständlich, wenn es dann, wenn man dann schon sowas einschränken soll und dann trotzdem Leute meinen, naja, aber
Man kann uns ja nicht verbieten, uns unsere Finger wegzuschießen. Kann man auch nicht. Dann geht man eben nach Polen und holt sich die Böller. Aber trotzdem, seid lieber vorsichtig mit sowas. Und es gibt andere schöne Sachen, die man sich statt einem Feuerwerk ansehen kann. Na jedenfalls, trotzdem, schönes neues Jahr an alle. Auch wenn es jetzt natürlich einen Tag zu spät kommt. Aber ja, ich mach mal weiter. Ich habe ja jetzt meine Leckerei. Huch, LMZ. Nein. So, das ist mal wieder Peru. Nein, och Mensch, nicht Preußen, Peru. Ich bin heute ein bisschen, ja, ich sag ja, irgendwas ist heute komisch. Gerecht ist fair, das haben wir. Ich habe wirklich noch nie Schlado gehört, tut mir leid. Nee. Hatte schon mal jemand von euch irgendwie mit dem Wort zu tun? Wenn ja, dann... Und vor allem, warum ausgerechnet Donnerstag? Das würde ich jetzt tatsächlich gerne mal wissen. Längsgerippter Stoff. Ach, das weiß ich doch wieder nicht. So, Hektar oder Ar. Ja, Ar war's. Erlass ist kein Gesetz in dem Fall. Stallstroh. Machen wir erstmal die Erde hier voll. Gigant ist der Riese gewesen. Fuge. Ja. Nam, 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 nam. Haha, es war Colt. Okay, die amerikanische Rockband. Ist definitiv nicht. Ach so, ist dann wohl Toto. Boah. Lösen. Lockern. Ja. Strohstall. Ah, hier, der Erlass ist erstmal ein Edikt. So. Stallstroh ist nicht Stroh. Das wäre zu einfach. Ich wollte es aber trotzdem eingegeben haben. Eines des der Mainzelmännchen. Uff. D. A, R und D. Oder was? Nein. Der. Dem. Den. Nein. Machen wir einen anderen mal. Was haben wir hier noch so? Körperkraft ist die Stärke natürlich. So, Rippchen. Karies. Nein, Karies wird nicht mit H geschrieben. Aber AD ab. AM? Okay, klar, gerne. Doppelfahrrad ist das Tandem gewesen. So, Aurich ist AUR. Ausruf beim Schmerz ist natürlich Aua. Und Aua schreit der Bauer, denn die Äpfel sind zu sauer. So, dann machen wir hier mal den Return. Alte Erzählung ist eine Sage. Und das ist der Sabbat, den wir hier haben. Rippchen Capris? Nee. Oh Gott. Gute Frage. Ich überlege gerade, was könnte damit gemeint sein? Das ist... Machen wir hier erstmal ein R rein. Also, wenn ich irgendwo nicht weiter weiß, dann muss ich mich manchmal ablenken und woanders hingehen. So, oh nein, sag nicht, die meinen eine Eieruhr. Es muss ja unbedingt irgendeine Art von Uhr sein, aber warum dann die Eieruhr? So, und dann haben wir aber auch unsere Vene endlich raus. Glätten ist, ja, machen wir erstmal die Unke. Römische Erntegöttin, ach Mann. Säule ist kein freistehender Pfeiler. Starker Strick ist ein Tau. Auch ein griechischer Buchstabe. Abnorm. Abartig. So. Leiharbeitskraft wird dann wohl LAK sein. Ja. Glätten ist Ebenen. Ja. Ja.
Das ist wieder mal der Punkt, an dem ich nicht so ganz weiter weiß. Deswegen Depp. Dead. Dead. Ja, klar. So, dann haben wir hier die Note. Streu ist das. Okay, Carré ist... Was? Ich muss das nachschlagen. Ich muss das mal wieder nachschlagen. Carrés. Carrés Rippchen. Spare Ribs, Original Spare Ribs stammen nicht vom Carré des Schweins. Ach, deswegen geht es ums Carré. Also um Carrés in dem Fall. Interessant, interessant. Ist jetzt nur noch die Frage, was ist das hier? Ich vermute mal, irgend sowas wie Stelz? Nein. Stelb? Nee. Oh Gott. Das kann doch nicht sein. Stele. Ah. So. Ich habe gerade keine Ahnung. Okay, das S könnte richtig sein. Neres, Beres, Veres, Ceres. Oh, ich weiß, das kommt ständig. Ich glaube, ich sollte mir wirklich mal eine Vokabelliste mit den ganzen römischen Göttern nehmen, um die wenigstens alle mal da im Kopf zu haben. Ich merke mir das nie. Das ist Wahnsinn. Ich habe so oft gehabt, ihr könnt es bezeugen, das ist nicht das erste Mal, dass das drin ist. Bei weitem nicht. Und trotzdem fehlt es mir immer wieder. Immer wieder. Das muss sich ändern. So, aber zumindest haben wir es trotzdem für heute so nach Hängen und Würgen geschafft. Und ja, ich freue mich, dass es vorbei ist. Könnte man jetzt sagen. Ich freue mich aber auch darauf, dass es dann morgen wieder weitergehen wird damit. Und damit entlasse ich euch in den Feierabend und wir sehen uns halt das nächste Mal vielleicht eventuell wieder. Und dann mit dem Preisrätsel, weil wieder Sonntag, der Aufnahmetag ein Sonntag ist und der Hochladetag ein Montag. Also, bis dahin, tschüssi!